Die Aufstockung an der Wasserstraße im St. Johann umfasst 3 zusätzliche Geschosse. Ausgeführt wurden sie in Holzbauweise. Sozial und ökologisch nachhaltig. Preisgünstiger Wohnraum im Bestand blieb erhalten. So geht Weiterbauen. Es war sehr schön für mich, dass ich die Aufstockung mit der Bauherrschaft realisieren durfte, von der Wasserstraße 19. Die Art von Aufstockungen finde ich sehr wertvoll für das Quartier, weil die kleinen Arbeiterhäuschen haben oft sehr kleine Gärten. Und bei diesem Objekt speziell hat man ja ein grosses Kaltdach realisiert. Und das tut den Aussenraum fast verdoppeln von diesem Haus. Und zwar in einem Bereich, wo viel mehr Licht und Sonne ist als auch unten in diesem kleinen Garten. Besonders ist der unbeheizte Dachraum einerseits ein Klimapuffer und andererseits ein nutzungsoffener Bonusraum. Uns ist es darum gegangen, frei nach dem Lacanton-Vassal-Prinzip mit einem Minimum an finanziellem Aufwand ein Maximum an zusätzlichem Raum zu schaffen. Der Bestand war immer bewohnt während der Umbauten. Bis auf 2 Wochen, wo die Bewohner in die Ferien müssen, wo wir die Steigzone saniert haben und Erdbebenertüchtigungen vorgenommen haben. Uns war wichtig, dass die Konstruktion sichtbar und lesbar bleibt. So haben wir alles, was Holzelemente sind, als Drehschichtplatte belohnt und geseift. Man sieht, wo eine Brandmauer ist und man sieht, wo der Stahlträger in der Decke verläuft.